Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unicorns Aqua Corner. Heute aus der Greifvogelstation in Hellenthal. Und ja, wie ihr schon seht, wird es ein wirklich schöner Tag. Also, Intro ab und folgt mir. Der Greifvogel, wirklich tolle und faszinierende Tiere und so artenreich, dass es schon fast unmöglich ist, sie alle aufzuzählen. Und nicht nur die sind hier, sondern wow, auch noch so viele Alpakas und Lamas und Ziegen, die sobald ihr am Eingang auch mal ein bisschen Futter kauft, sofort euch alles aus der Hand reißen werden. Super tolles Erlebnis. Und die Hellenthaler Greifvogelstation zählt auch zu den größten und ältesten Anlagen in ganz Europa und ist ganze 365 Tage im Jahr für euch geöffnet. Was außerdem ein wirklich tolles Ereignis ist, wo ihr auch mal hin solltet, was ich dieses Mal leider nicht geschafft habe, ist den Condor Santiago aus dem WDR mal Bescheid zu sagen und hallo, weil daraus ist er nämlich bekannt als der Condor, der nicht fliegen will. Ja, und mit seinen einigen Kilos mehr ist er auch dementsprechend um einiges größer als der kleinste oder die kleineren Bewohner des Wildparks wie Obelix oder diverse kleine Eulen und Kauze, die sich da auch aufhalten. Also immer ein Auge offen halten, weil wer weiß, welcher euer Liebling dementsprechend dann dort sein wird. Ja, was auch noch weiterhin wirklich besonders ist, ist eine tierärztliche Auffangstation für Wildtiere und Zucht von seltenen und bedrohten Arten. Und nicht nur das, ihr könnt nämlich in die meisten Gehege und in so ziemlich jedes rein und mit den Tieren wirklich interagieren, sie füttern, mit ihnen wirklich Spaß haben und man wirkt auch wirklich an der Interaktion mit ihnen. Die haben da wirklich Bock drauf und meistens eher Bock auf euer Futter. Ich bin ganz ehrlich, aber sie sind wirklich richtig, richtig toll. Gerade wenn ihr jetzt wie ich an einem Montag da hinkommt, wo quasi niemand irgendwie den Hellenthaler Wildpark irgendwo besucht, dann oder irgendwelche anderen Zoos. Also wenn ihr jetzt in der Nähe den Kölner Zoo habt oder in Leipzig, gerade so Tage wie Montage, gerade nach den Ferien, wenn ihr da Zeit habt, ihr habt fast den ganzen Park für euch alleine. Also das ist wirklich super toll. Und was ihr für Tiere dementsprechend dort auch finden werdet und was dort auch alles betreut wird, sind diverse Arten von Greifvögeln wie Adler, Kondore, Eulen, Habichte, Geier und so vieles mehr. Einfach auch schon das ist wirklich toll. Und wenn ihr auch noch Lust habt und später nach den Flugshows auch noch bleibt, könnt ihr wie ich auch noch ein Foto mit den Tieren machen, auf denen ihr dann mit euren Freunden dementsprechend ein bisschen wirklich Spaß an dem... Boah. Cut. Ja. Auf jeden Fall... dann könnt ihr Fotos mit den Tieren machen, mit denen ihr auch dementsprechend euren Freunden überall zeigen könnt, wie toll das da ist. Also ich würde es dementsprechend immer bevorzugen, dahin zu gehen. Und nicht nur das, es gibt so viele Hoftiere von Nagern und kleinen Pferden, Kaninchen und Hühnern, bis hin zu Wildtieren wie Rehen, Wildschweinen und Waschbären dort zu sehen. Eine super engagierte Wildbienenzuchtanlage und es wird auch versucht, dementsprechend mit den Leuten, auch mit einigen Zuchtbienen dann dort, die Interaktion und die Aufklärung, den Unterschied dementsprechend reinzusetzen. Also die Imkerei ist super toll, die dort vorhanden ist. Die Teamarbeit ist erstaunlich und selbst wenn ihr jetzt glaubt, ich habe nie irgendwas mit Tieren oder sowas jetzt am Hut gehabt und vielleicht probiere ich das mal aus. Ihr könnt ein Probepraktikum dort machen und dementsprechend euch die Tiere da mal ansehen und gucken, ob das vielleicht etwas für euch ist und euch dann ehrenamtlich auch dort engagieren. Also auch das wird euch angeboten. Und diverse Tierschutz- und Auffang- und Aufpäppelarbeiten werden dort auch angeboten für Wildtiere. Also wenn jetzt Wildtierunfälle oder sonstiges sind und ihr findet irgendwelche Vögel, die nehmen sich dieser immer an und versuchen die auch dann mit einem Tierarzt wieder aufzupäppeln. Und das ist wirklich toll und wird es in Deutschland auch nicht sehr oft geben. Dementsprechend, es ist immer wieder einen schönen Besuch wert und wenn ich euch dementsprechend begeistert habe, auch hier hinzukommen,
würde ich sagen. Dann werde ich euch noch ein paar Bilder abspielen lassen und ihr könnt euch ja selbst dann einfach mal vergewissern, ob es ein Besuch wert ist oder nicht. Ja, vielleicht mal eine schöne Sache, die ich auch mal erwähnen möchte. Ich bin jetzt schon den ganzen Tag hier und es ist bislang zwar ein bisschen scheiß Wetter geworden, aber wie ihr seht, bin die einzige Person hier. Ich sitze jetzt gerade neben meinem Kollegen, dem Eisfuchs, und ja, gucken uns die Gänse an. Hallo Gänsis. Wupp, 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 wupp. Das Bienenhaus nicht auf. Ich mag das Bienenhaus. Das ist toll. Dann sagen wir mal den Pferdelis hallo. Zwergponys. Hallo. Hallo. Na du. Ja, möchte jemand nur was zu essen haben. Pro-Tipp in Hellenthal, was ich auch immer mache: Deckt euch gut mit Futter ein. Ne? Da kommt auch schon gleich das Witzepferdchen. Ich habe einen Freund. Und noch eine ganze Herde mehr Freunde. Hoppala! Ah.
wir besuchen uns auch hier in Hellenthal im Wildpark. Ihr habt eine schöne Woche und ja, man hört sich. Dann auf Wiedersehen.